Hallo, hier ist Naruto 286. Herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! Part 39. Und jetzt geht's weiter, wo wir auch aufgehört haben. Und man kann ihn ran, in der Halle in Storm. Probiere ich mich mal in dem Duell mit Kaiba. Mal gucken, was passiert, was wir davon kriegen, wenn wir den jetzt besiegen. Ich will schon ein paar gute Dinge machen. Oh ja. Und zwei mache ich weg, die brauche ich nicht. So. Okay. Tja, das kommt ja. Das heißt, den brauchen wir, den brauchen wir und den brauchen wir. So. So. Dann muss ich schon mal die Hände dran abziehen. Ja, jetzt. So. Jetzt war in die Verteidigungsposition, beende mein Ziel. Ich weiß nicht, was er noch bekommt. Okay. Ich habe jetzt genau die Karten. Drei Karten kommen jetzt hier nicht mehr. Und zack. Und weg mit dir. Ta-Endo. Zwei Monster können wir schon mal weg. Okay. Mal gucken. Ja, Flammenschwertkämpfer. So, dann müssen wir damit. Was ist der? Flammenschwertkämpfer, greif an und... Und jetzt... Oh. Ups, du bist fertig. Ja, und... So,
damit an. Du bist nochmal alle 800 Punkte und du hast verloren, Kaiba. Das war's, Tito. Kaiba. Nicht gewinnen. Sage kleine Dunkelheit. So kommt er mir also. Okay. Dann guck ich mal, was ich als nächstes bei Kaiba. Probieren wir die Runde gleich nochmal. Aber wenn es einen weißen Drachen ruft, dann haben wir ein Problem. So. Damit. Okay. Dann bin ich mal zu. Wo ist mein Kabel? Okay. So und so. Jetzt ist die Falle bei dem Anzug. Du bist dran. Okay. Scheiße, da ist der weiße Drache. Ja. Problem kriegen. Damit vorher kriegst du den dann hier. Und dann muss ich jetzt einen knappen weißen Drachen auf dem Feld, das ist gerade ein Mist. Der weiße Drache ist der gefährlichste. Punkte. Muss ich mehr sagen? Magst du was? Ach, da überlebe ich nicht lange mit dem weißen Drachen auf dem Feld. Wenn ich nicht bald ein schwarzes Loch kriege, dann überlebe ich nicht lange. Ob das erste Duell werde ich verlieren, egal. Mach Kaiba, beende es einfach, komm. Komm, Seto. Danke. Ich wollte ja, dass er das gerade beendet, weil was er gesehen, ich habe keine Chance gehabt, weil mit dem Kart, was ich gerade eben gezogen habe, hat mir es gar nichts gebracht, da großartig lang rumzumachen mit. Mal gucken. Mir auch mal auf. So. Jetzt bin ich mal zu kriegen, wie du bist drin. Okay. So, jetzt hab ich auch. Perfekt. Okay. Und weg damit. Setz jetzt Verteidigungsmodus und bei einem zu. Ein weißen Drachen hat er nicht. So, okay. Die
Karte nicht mehr auf. Und weg mit dir. Und jetzt siehst du es erst noch wieder auf. Du hast dich richtig entschieden, als das ist so leicht gewesen, Digga. Und das. Scheiße, aber da kann man auf jeden Fall Punkte mehr. Ich kann die verdeckte Karte angreifen, das kann ich nicht. Oh nein! Okay, wenn ich mal zu... Okay. Ja, gerade nicht viel. Ich muss den jetzt beenden, ja. Und ja. Und dann habe ich gleich das Feld selber, muss, wenn es nicht anders geht. Und versuche ich das Feld zu säubern, egal. Du bist dran, Freundchen. Wir müssen mal nachgucken. Okay. Ja. Muss halt zu viel, ich bin wirklich klar. Gerade von dir drüber. Verloren. Mal wieder klar. Gegen Karl weiß es nicht so einfach, glaub mir. Ein paar 39 Grad. Ich probier's jetzt nochmal gegen ihn. Ich hab einfach nicht die verdammten Dinge gekriegt, was ich wollte. So. Na, die Runde muss ich jetzt aber wieder gewinnen. Kann er den nicht nur verlieren ständig. Okay. So. Perfekt. Setze ich ihn schon auf Verteidigungsmodus. Und dann.
Und was? So. Und so. Ja, also. Einkaufen und dann nicht den weißen Drachen ziehen, sonst hab ich ein Problem. Weil dann kann er mich wieder mal killen. Okay. Dann greife ich hier mit ins Inglan und weg mit ihr. Und jetzt greife ich die jetzt von ab und dann und dann wird man zu. Und los geht's. Bam. Jetzt verlierst du 2800 Punkte. Okay, die Runde gewinne ich jetzt. Kein nichts anderes als diese Runde gewinnen. Das wollte ich selber sehen. Ja. Das ist mit dem. Das ist der erledigt. So, jetzt greife ich hiermit an. Dann war es ja schon 800 Punkte verloren. Jetzt greife ich mit der Punkte an. Und das war's gewonnen. Tja, Kalber, hab noch mal eine Runde gewonnen. Jetzt wird es 2-2. Einäugiger Schilddrache. Was ist richtig genial? Bei Kalber bekommst du gleich Drachen. Pass auf. Einiger Drache ist ein Drache. Guck doch. Ein Drache. Den brauche ich nicht, weil der hilft mir nicht weiter. Danke. So, einiger Strang dran. Habe ich jetzt dann neue Drachen damit? Weil es hilft mir sonst nicht weiter. Bam. Weißt du? Schon habe ich einen einäugigen Schilddrachen gesagt. Er ist ein Drache, natürlich. Das ist ziemlich cool. Neue Drachen habe ich gekriegt, ne? So. So, und dann greife ich ihn jetzt an. Ciao. Dann greife ich die Lebenspunkte an. Egal. Weil ich greife die direkt die Lebenspunkte von ihm an. Dass ich durch den Sieg machen kann. Dass ich durch die Punkte reduzieren kann von dem Kalber. Besser ist es. So. Ich dann.
Ich hab diese extra Sachen drauf. Da hab ich ein paar Trophäen in meinem Bett. Oh oh. Weißer Drache, klar. Das hilft mir gerade nicht weiter. Ja, ich muss die Verteidigung wechseln. Weil ich weiß mit Drachen, deswegen lohnt sich bei mir nicht. Das Fusion bringt mir gar nichts. Wenn er den weißen Drachen auf dem Feld hat, bringt mir das gar nichts. Okay, dann muss ich es bleiben so. Das ist gerade ein Mist gerade. Wenn er den weißen Drachen hat, dann bringt mir das nicht viel. Aber nur, dass ich hier hinter sich sitze, hätte ich viel zu wenig Punkte verloren. Noch weiter. Ich brauche schwarzes Loch, dann könnte ich ihn doch kriegen. Ich habe das schwarze Loch noch gar nicht gehabt. Das wäre jetzt mal so ein weißes Spiel, ne? Also ich mich weiß, ich bin jetzt auch beruhigt, wenn ich nicht zerstöre gleich wieder. So, wenn man Zug erstmal kann ich es anders machen als den Zug beenden. So scheiße, nämlich einen weißen Drachen, Alter. Ja, da ist es. Da ist die Karte, perfekt. Schuss, weißer Drache mit eiskaltem Blick. Schuss andere Karten. Perfekt. Da ist die Karte als schwarze Loch gewesen gerade eben. Ich hab gebraucht, ja. Ich glaube, da ist richtig ein Zeitpunkt gerade. Ja, und was? Jetzt. Also, das müssen wir so auspacken. Jetzt kann man anderes besseres Monster auspacken. Dann greifen wir damit an. Bams! Jetzt nur, ob man da keinen weißen zieht, weil sonst bin ich erledigt. Und diese Steuerung kann ich einfach damit. Ah, okay, da sind viele Lebenspunkte. Ich habe auch nicht viele Karten. Was ich die Karten vielleicht ernst Karten zerstört habe von dem Penner. Gleich wieder zu, dass sie wegkommt. Perfekt, dann greife ich ihn gleich mal an. Weg damit. Und falls 2400 Punkte. Noch ein Zug und du bist erledigt, Kaiber. Die nächste Runde bist du erledigt, Freundchen.
Wozu führt das denn? Gewonnen. Dafür das sind Kaiba. Ciao. Oh, ich hab dich besiegt, Freundchen. Schwertesvernichtung. Schwertesvernichtung? Okay. Hä? Okay. So, dann werde ich jetzt mal Kristalle, lasse ich mal drin. Mich raus. Alles sammeln für diese Rollen. Und los geht's. Aber was ich richtig geil finde, dass ich jetzt wieder eine ganz neue Superkarte habe. Perfekt. Hm. So. Und los geht's. Ich kann nur hoffen, dass er nicht den Ding zieht, sonst habe ich ihn. Wenn der jetzt sogar den weißen zieht, dann habe ich gleich verloren. Das mir, dann bringt mir das auch nichts nicht dabei. Und los geht's. Bam. Weg damit. Oho. Cool. Gleich zwei starke Karten, geil. So. Ich bin viel. Ja, weg damit, den ich bin und treffen soll. Aber wenn ich meine beiden Züge verbrauche, habe ich Trottel. Oh, den gleich noch einmal, cool. So. Ja, dann bin ich auch sicher. Oh. So, jetzt kriegst du zweimal 2100 Punkte abgezogen. So, und los geht's. Flammen der Höllenhund, jawohl. Noch. Und los geht's. Weg mit dir und zack. So. So, jetzt zweimal 2100 Punkte. Ah, ne. Schon gewonnen. Jetzt war es 200, okay. Das ist Kaiba. Anders. Die nächste Runde gegen Kaiba gewonnen. Krabsche. Ich setze nochmal gegen ihn. Ja, nee, lass mal so. Und los geht's.
komm, weißt du, ich beende jetzt den Part, wir sehen uns im nächsten Part wieder, also bis gleich.